Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video in der PlayStation 5 Schritt-für-Schritt-Reihe. Ich habe das ganze Menü alles durchgearbeitet, aber ich möchte zu einzelnen Punkten nochmal ein separates Video machen, damit ihr das schneller findet. Und zwar wollen wir heute die Creator-Bedienelement, ich habe es mir extra aufgeschrieben, das Creator-Bedienelement uns angucken. Hiervon hängt es halt ab, was ihr bei den Einstellungen für Kurzbefehl für die Creator-Taste. So, da ist halt wichtig, was ihr hier eingestellt habt. Standard, einfach oder leichter Videoclip. Bei mir auf Standard ist halt Creator, können wir überall aufrufen, ich gehe aber mal sicherheitshalber ins Menü zurück, einmal kurz drücken. Und dann kommen wir in dieses Creator-Bedienelement. Mensch! Das Creator-Bedienelement ist dafür da. Einmal haben wir hier den letzten Screenshot. Da können wir draufklicken und könnten dann uns das groß anzeigen lassen. Können es bearbeiten. Können halt hier zuschneiden. Oder einen Text hinzufügen. GG. Zentriert. So. Und dann können wir das auch hier unten hinsetzen. So. So, GG. Haben wir nicht gespeichert. So. Wir können auch das größer machen. Wir können das auch färben. Wir können es linksbündig machen. Wir können es Standard. Quatsch. Stark. Standard. Aber ich mache mal lieber stark. Und zentral. So. Und dann können wir das speichern. Als neu speichern oder überschreiben. Wenn wir neu machen, haben wir es als neues Bild gespeichert. So, und findet natürlich im Creator-Bedienelement auch hier unten als aktuelles Bild. So, bearbeiten wollen wir es jetzt nicht. Wir können es mit einem Herzen versehen oder Minusherz machen, wenn es so von unserem Bild, also dass wir halt Bilder, die uns gefallen, von unseren Bildern gut gefallen oder nicht so gut gefallen, wir können es auch löschen. Wir können auch mit R1 durch die ganzen anderen Bilder durchseppen. Gehe zur Mediengalerie, da kommen wir dann direkt zur Mediengalerie und können uns alle Bilder angucken. Und da haben wir das, was wir erstellt haben. So, gehen wir wieder zurück. Und wir können ganz einfach von hier aus auch sagen, das letzte, was wir gemacht haben, ja, das wollen wir teilen. Und dann können wir uns aussuchen, ob wir über Twitter oder über eine Party teilen wollen oder halt irgendeinem Freund direkt zuschicken wollen. So, wir können jetzt hier einen Screenshot aufnehmen. Normalerweise Mike. So. Einfach gedrückt halten, Mike, einen Screenshot. Geht jetzt hier natürlich nicht, weil das Bedienelement auf ist, aber wir können hier einfach sagen, Screenshot. Aber das Bedienelement nimmt da natürlich dann nicht auf. Ja, zeige ich euch mal. Ja, also davon könnt ihr keinen Screenshot machen. So. Neue Aufzeichnung starten. Derzeit geht jetzt natürlich nicht, weil wir im Spiel sind. Letzte Speichern können wir auch nicht machen. So, übertragen. Wir haben keine Übertragung jetzt gerade offen. Ich will jetzt auch keine Übertragung machen. Und hier haben wir dann die Aufnahmeoption nochmal, wo uns nochmal gesagt wird, die Auswahl haben, was wir jetzt machen möchten. Also wie die Qualität sein soll. Also Screenshot mit HDR und Videoclip, wie groß es sein soll, Mikrofon an, aus. Ja, und da könnt ihr euch dann nicht für Videoclips und Übertragung dann nochmal separat einschalten. Und wenn wir dann jetzt einfach mal... Oh, Sackboy ist ziemlich laut am Anfang.
Also, da habe ich jetzt gerade nicht drauf. Ach, scheiße, wir gehen nochmal in Sackboy. Aber wie gesagt, nicht wundern, das ist jetzt am Anfang ziemlich laut. Nicht wundern, dass ihr jetzt gerade gehört habt. Das Spiel etwas sehr leise für die Aufnahme. Ihr braucht euch jetzt nicht wundern, warum ihr jetzt kurzzeitig kein Bild hattet. Der hat jetzt überprüft, ob das Spiel HDR hat oder nicht. Und wenn HDR, dann wird das halt eingeschalten. Im Menü ist auch HDR. Deswegen habe ich meistens HDR zwingen gehabt. Weil dann ist immer HDR an. Nee, das Spiel hat hier kein HDR, sehe ich gerade. HDR aus, okay. Und wenn ich HDR einschalte, steht da emuliert. Also Little Big Adventure hat leider kein HDR. So, wir öffnen nochmal die Creator-Basis und wir können jetzt hier eine Aufzeichnung starten. Oder letztes Spielen halt speichern. So, und dann gehen wir einfach mal kurzen Clip speichern. 15 Sekunden. Wir können auch einen kurzen Clip speichern. 30 Sekunden oder vollständiges Video. Dann ist halt die komplette eine Minute gesichert. Wir können einen Screenshot machen. Wir können jetzt eine Übertragung starten. Zu Twitch oder zu YouTube wollen wir natürlich nicht. Und hier haben wir dann nochmal die Aufnahme. Und hier können wir auch dann den Sprachchat deaktivieren und aktivieren, wenn es euch... So. Und hier auch eine Aufzeichnung starten. Dann können wir jetzt hier eine Aufzeichnung starten. Er nimmt jetzt hier ganz normal auf unserer Platte. Und wenn wir das dann nicht mehr wollen, sagen wir einfach Stopp und dann ist die Aufzeichnung Stopp. Ja, also wie gesagt, die letzten Inhalte speichern. Da merkt er sich das. Also der nimmt im Hintergrund immer auf und Screenshot machen und eine Aufzeichnung. Alles konsolenbasierend, also auf eurer Konsole. Aber hier ist dann halt Übertragung und dann könnte man dann halt sagen, wir wollen zu Twitch übertragen. Dann kann man den Titel eingeben oder wir können sagen zu... Nochmal. Ne, jetzt hat er Twitch drin. Nach Neustart kann man dann auch YouTube wieder auswählen. Oder man kann das bei Standard einstellen. So, schließen wir mal das Spiel. Jetzt habt ihr wieder keine HDR-Information, logischerweise. Jetzt wird er wieder abgerufen. So. Und jetzt gehen wir mal in die Einstellungen. Speicher, Mediengalerie. So, der hat Kino-HDR bei mir gemacht. Sah ein bisschen doof aus. So, und jetzt gehen wir mal von oben lang, von hinten lang nach vorne. Also wir hatten jetzt gesagt, die letzten 15 Sekunden. Da hat er halt das aufgenommen. Also das ist halt die letzten 29 Sekunden. Könnt ihr auch spulen. Also ich habe jetzt hier natürlich nichts gemacht, aber wenn ich was gemacht hätte, hätte er das halt so wie jetzt da. Bei der Aufzeichnung hätte er das jetzt gemacht. Hätte ich jetzt natürlich, nachdem ich rumgerannt bin, hätte ich gesagt, die letzten 14 Sekunden oder so, dann hätte ich das Rumrennen auch noch mit drin gehabt. Und hier ist der Screenshot. Das könnt ihr dann halt, hier wie gesagt, dann hier das letzte. Könnt ihr euch dann aufrufen, könnt es bearbeiten. Hier das Video nehmen wir jetzt einfach mal. Dann können wir schneiden. Wir können hier Sachen wegschneiden, trimmen. Wir können einen Screenshot davon aufnehmen. Wir können es dann speichern, wenn wir es dann getrimmt haben, oder abbrechen. Wenn wir jetzt hier trimmen, hier
zack, und dann können wir das speichern oder abbrechen. Vorschau, können wir auch eine Vorschau machen. So. Falls da halt was drin sein sollte, was weiß ich, ihr habt da einen 14-Sekunden-Clip gemacht, weil, 15-Sekunden-Clip, weil in den letzten Sekunden was passiert ist. Aber da sind dann nur 6 Sekunden für euch interessant, könnt ihr euch das dann halt zum Beispiel ausschneiden. Oder aus längeren Videos auch. Ja, das ist dann bei Bearbeiten. Ist dann ein bisschen anders aufgebaut natürlich als bei Bildern. Ihr könnt dem auch ein Herz geben, ihr könnt es auch löschen. Ihr könnt das ganze Video teilen. Ja, zu YouTube, zu Twitch. Also Twitter ist jetzt, Facebook, Twitch ist hier nicht drin. Weil ursprünglich Twitch ist einfach für Livestream. Obwohl es auch eine Videokategorie hat, aber Videos können wir dann halt nicht nur zu Twitter, können wir dann auch zu YouTube teilen oder eine Party oder halt Freunden schicken. Und dann können wir auch mit dem R1 und L1 Knopf natürlich wieder alle durchforsten. So. Und jetzt bin ich wieder. Jetzt hat er nochmal kurz abgerufen gehabt, ob wegen HDR. Ich glaube, ich schalte wieder ein, dass HDR immer aktiv sein soll. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Mit der... Gott. Creator, mit dem Creator-Bedienelement. Und das könnt ihr auch überall aufrufen. Also ihr müsst jetzt nicht auf der Startseite sein. Könnt auch bei Einstellungen sein. Oder ihr könnt in eurem Profil sein. Das könnt ihr überall aufrufen. Natürlich geht jetzt hier kein Video. Ihr könnt hier nur Screenshots machen. Übertragung könnt ihr auch nicht machen, weil hier ist nichts nicht möglich. Übertragung könnt ihr nur dann machen, wenn ein Spiel gestartet ist. Und da kommt es auch drauf an, was der Entwickler gesagt hat, darf man den Anfang vom Spiel mit aufnehmen? Also da, wo die ganzen Elemente kommen, also hier Publisher und hast du hier gesehen. Oder erst ab da steht, drücke Start. Das kommt drauf an. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Und bei der PS4 war es dann auch so, wenn ihr live über die Konsole sendet, kann der Publisher auch sagen, das darfst du senden, das darfst du nicht senden. Zum Beispiel kann ich mich daran erinnern, da hatte ich über die Konsole Mafia 3 war das, glaube ich, gesendet über die PS4. Und da wurde dann in... Oh, das nervt mich jetzt aber, dass hier dieses immer... mit dem HDR ist, da wurde dann immer, wenn eine Videosequenz war, ihr habt das Video gesehen, aber ohne Ton. Das war sehr, sehr, sehr belastend. Und bei anderen, so immer eingeschaltet, so jetzt sollte es besser sein. Und bei anderen war halt so, da bei anderen Spielen, dass zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, dass wenn eine Videosequenz kam, habt ihr dann diesen blauen Bildschirm gesehen mit 2 Icons, ist gleich wieder da oder so, oder kurze Pause oder so stand dann da von Sony aus, dass ihr das Video, ja, kam auch drauf an. Manchmal habt ihr nur mich gehört, manchmal habt ihr mich und das Video, also das Video, was ich gesehen habe, gehört, aber hattet das nicht gesehen. Und manchmal halt Video stumm und nur mich. Oder es war halt sehr, ist halt sehr kurios. Und das können die Publisher oder die Entwickler können dann sagen, hier, wenn du live überträgst von der PlayStation, das da, oh, was ist denn jetzt? Ich hab's doch eingeschalten. Das darfst du sehen, das darfst du nicht sehen. Oder das darfst du senden, das darfst du nicht senden. Das kam halt immer drauf an. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt helfen mit dem Creator-Bedienelement. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.